Heute, was geht ab, Leute? Hunger? Es ist Sonntag, es ist so ein Ausruhetag. Man macht seine so Hausarbeiten und dies, das, chillt ein bisschen. Und spielt wenig Pokémon Go, überlegt sich so, was sind so die Mindestsachen, die man machen muss, wie zum Beispiel Geschenke sammeln, ein Raid und sowas. Und da habe ich mich an eine Sache erinnert von Ende 2018. Da habe ich was auf Instagram gepostet, so ein Bild mit so den Tagesaufgaben und die Liste. Es war so eine To-Do-Liste und die ist ziemlich lang geworden. Da dachte ich mir, ey, mittlerweile ist die doch fast doppelt so lang. Deswegen dachte ich mir, schauen wir uns heute mal so die Mindestaufgaben an, die man eigentlich so täglich in Pokémon Go machen muss. Meine Meinung dazu, was ich momentan noch überhaupt aktiv betreibe und was ich davon eigentlich gar nicht mal mehr mache. Wir schalten da rüber auf den Mac dafür. So, ich habe hier mal die Notizen aufgemacht und wir können schon mal reinschreiben, was ich so letztes Jahr noch drauf hatte, falls ich alles erkenne. Stop des Tages hatten wir. Klar, macht man immer noch. Stop des Tages, Dreh des Tages, für die Quest des Tages, für und so weiter. Stop des Tages, was hatten wir da noch? Fang des Tages, klar. Kriegt man halt nicht, wenn man kein Pokémon fängt. Ist jetzt aber auch nicht, eigentlich auch nicht so schlimm. Es gibt halt dann 7 Tages Bonussträhne und dann gibt es halt am Ende ein bisschen mehr EP, ein bisschen mehr Staub für den 7. Fang, aber um ehrlich zu sein, ob man es jetzt macht oder nicht, vollkommen irrelevant. Man macht es halt so oder so nebenbei, weil wer fängt nicht mindestens ein Pokémon am Tag, außer man lockt sich halt echt gar nicht ein ins Spiel. Dann 50 Arena-Münzen sammeln. In der Tat. Ich mache das so oder so, weil ich mache die Arena und ich habe da immer meine 20 oder versuche die 20 zu haben und dann, wenn sie fällt, dann habe ich eh meine Münzen und die fallen natürlich. Aber sonst aktiv sammeln tue ich sie nicht. Wie gesagt, das ist ein Nebenprodukt, weil ich Arenen mache. Für Leute, die nur eine Arena im ganzen Dorf oder so haben, könnte das eine Tagesaufgabe sein, könnte es eine schwierige Aufgabe sein und so weiter. Wenn man, ich wollte gerade sagen, wenn man auf Reisen ist oder so, aber da sieht man ja ständig irgendwelche Arenen, setze ich kurz rein und das war's. Also ist machbar, würde ich sagen. Ist jetzt kein allzu großes Hindernis. Sollte man auch eigentlich jeden Tag schon relativ leicht hinbekommen. Eure Meinung zu dem Ganzen natürlich immer unten in die Kommentare. Welche der Sachen macht ihr noch regelmäßig? Welche davon, wo ihr denkt, ja, nee, muss nicht mehr unbedingt sein? Welche von denen, wo ihr sagt, nee, echt gar keinen Bock drauf? Weil da gibt es natürlich auch ein paar Sachen. Und das sind natürlich, man sagt ja immer, oder ich sag auch immer, es gibt kein Muss in Pokémon Go, ist ein Spiel, man macht das, worauf man Bock hat. Das sind halt jetzt so Sachen, wenn man optimal spielen will, wenn man das Maximale aus dem Spiel nehmen will, das sind halt so die Sachen, die freien Sachen, die man, wenn man das vollkommen ausnutzt, dann am meisten davon profitiert. Jetzt so Event oder so, natürlich schreibe ich das nicht auf so Event nutzen, weil ob du es nutzt oder nicht, ist deine Sache, aber so 50 Arena-Münzen jeden Tag sammeln, da holt man ja das Maximale dann aus dem Spiel. Das sind jetzt so die Sachen, die auf die Liste kommen, sag ich mal. Was hatten wir dann noch? Ah ja, und demnächst wurde im Code entdeckt, demnächst haltbare Münzen. Irgendwie questtechnisch oder so könnte man da dann Münzen auch noch erhalten zusätzlich. Ich weiß nicht, ob Niantic das schon immer so geplant hatte oder ob das Geheule in letzter Zeit zu groß wurde, denn es wurde sehr groß bezüglich dem Brüten und Sammeln und sowas und den Inkubatoren und da haben viele gesagt, yo, wir brauchen noch andere Möglichkeiten für freie Münzen und anscheinend kommen jetzt welche. Große Frage ist jetzt, ob das Limit am Tag weiterhin bei 50 bleibt, also 50 Arena-Münzen oder das andere neue oder 50 Arena-Münzen plus möglicherweise auch 50 von den anderen. Wer weiß, wir werden es dann noch sehen. Dann tägliche Quest. Für Stempel, dann 7 Tage für den Durchbruch. Ich selbst habe den schon zweimal verpasst, den Stempel, bin 2 Tage jetzt hinterher. In der Regel ist es immer machbar, außer du bist halt echt irgendwo im Nirgendwo, hast vielleicht einen Stop und der Stop gibt dir irgendeine Quest, die nicht unbedingt machbar ist. Aber in der Regel sollte es machbar sein und auch nebenbei, also wenn man an sich normal spielt oder auf dem Arbeitsweg, auf dem Rückweg, da muss man jetzt, glaube ich, nicht extra irgendwie
sich verdrehen, um das zu schaffen. Da würde ich noch sagen, ist auch noch täglich machbar, ist auch nicht eine wirklich große Last. 20 Geschenke öffnen. 20 Geschenke öffnen. Geht noch, ist kein Problem. Nimmt man sich halt mal kurz die Zeit. Oder zwischendurch in der Ruhe und was weiß ich. Und man kriegt ja Sachen daraus. Also kann man noch machen, man muss nichts geben. Außer die Zeit sollte auch täglich machbar sein. Aber ihr seht es, wenn man für alles ein paar Minuten opfert, dann summiert sich das alles natürlich. Max 100 Geschenke oder bis zu 100 Geschenke. Bis zu 100 Geschenke verschicken. Ich schicke allen meinen Freunden, so weit wie es geht, macht ja nicht jeder auf immer, die Geschenke. Dementsprechend kann das Limit ist 100 am Tag, bis zu 100 sein. Das ist dann schon eine größere Aufgabe. Manchmal ist es auch der einzige Grund, wieso ich überhaupt rausgehe, für die Geschenke, damit alle versorgt sind und jeder aufstellen können, bezüglich dann beste Freunde oder Lucky Freunde oder so. Also das ist schon eine große Aufgabe und dann auch für viele eine Last, und ich denke auch nicht, dass da alle immer mit Geschenken versorgen. Was aber, wie gesagt, natürlich auch kein Muss ist, aber wenn man es natürlich optimal ausnutzen will, jeden Tag in Pokémon Go, dann sollte man natürlich allen seinen Freunden Geschenk schicken für Interaktion. Dann 3 PvP-Kämpfe für erstens Interaktion, zweitens gibt es dann natürlich Belohnungen daraus. Und wie gesagt, wenn man den Tag optimal ausnutzen will, nimmt man sich auch diese 3 Belohnungen mit. Das kostet Zeit. Für mich ist es ein Nebenprodukt, weil ich Level E mit Interaktion. Ich habe da eine PvP-Gruppe, wir schreiben rein. Dann kämpfen wir alle gegeneinander mit einem schlechten Pokémon, 10 DP oder so, damit es schnell geht. Einfach nur für die Interaktion. Und die Belohnungen sind da dann Nebensache, aber das wird halt nebenbei gemacht. Ist kein Problem für mich. Ein Trainerkampf. Ja, da gibt es auch eine Belohnung. Man pusht die Medaille. Ich mache das gar nicht mehr. Ich mache das überhaupt nicht. An sich ist es keine große Sache, aber es gibt halt auch nichts Besonderes daraus. Dasselbe wie aus einem PvP-Kampf. Wie gesagt, der PvP-Kampf ist nebenbei, weil ich eh Interaktion mache. Deswegen mache ich nicht. Könnte man machen, muss aber nicht sein. Und meistens vergesse ich es oder ich habe keinen Bock drauf. Also eine Sache, die ich schon mal gar nicht mache. Ein Spezialtausch am Tag. Wer mir zuschaut, der weiß, ich mache das momentan sehr, sehr, sehr gerne. Das ist so mein Hauptziel eigentlich momentan, meine Hauptmotivation. Ein Shiny tausche ich jeden Tag, weil Lucky Freunde und so, für meine Sammlung. Spezialtausch jeden Tag geht eigentlich bei mir noch immer klar. Ist aber auch eine größere Aufgabe, da jeden Tag immer einen zu finden, der tauschen will. Und klar, man hat seine Zweitaccounts und sowas, aber nicht immer. Und nicht immer haben die was. Deswegen, ja, ich versuche es trotzdem jeden Tag und meistens klappt es, aber muss nicht sein, sag ich mal. Oh. Farbigel fangen. Ich kann von Glück sagen, ich habe einen 100er und ich mache das gar nicht mehr. Viele haben aufgegeben, weil das einfach nur noch nervtötend ist. Der kommt nicht sofort, man muss so viele Fotos machen und dann kommt er nicht. Richtig leiden und manchmal fliegt er dann, du machst so 20, 30 Schnappschüsse und dann kommt er und dann fliegt er einfach und das war einfach Zeitverschwendung des Todes. Aber wie gesagt, wenn man alles optimal nutzen will vom Tag, sollte man eigentlich jeden Tag seinen Farbigel abholen und sich dann 100er schnappen und einen fangen umsonst sozusagen. Was weiß ich, also ja, ich mache das nicht mehr. Ich kenne viele, die machen das nicht mehr. Dex-Eintrag, das war's. Dann, was haben wir noch auf der Liste? Alle 7 Tage Meltdown-Box. Das stimmt momentan nicht mehr. Denn die kann man mittlerweile alle 3 Tage abholen. Ich nehme es mir immer wieder vor, tue es aber nicht. Ist an sich eigentlich schon wichtig, weil irgendwann will ich einen 100er Meltdown. Es ist wie ein Rauch oder ein Modul. Umsonst alle 3 Tage. Ist schon nicht schlecht, Meltdown. Ja, PvP kann man schon gebrauchen. Also sollte man eigentlich machen, sollte ich auch auf jeden Fall mal wieder öfters machen. Alle 3 Tage, bis ich da einen 100er habe. Momentan gibt es den nicht in Shiny, aber hin und wieder gibt es Events, wo es ihn dann auch in Shiny gibt. Und jeden Tag Honks Video schauen. Das sowieso. Jeden Tag Honks Videos schauen. Und mittlerweile gibt es natürlich noch ganz andere Sachen.
Es gibt zum Beispiel PvP, die Liga. Das sind 5 Kämpfe. Also 5 Runden, 5, ihr wisst, was ich meine. Sprich 25 Kämpfe, Einzelkämpfe. Und das sind, jeder braucht 3, das sind mindestens 15 Kilometer am Tag laufen. Und dann könnte man da seine 5 Runden kämpfen und das auch das voll ausnutzen. Ihr wisst, ich mach das gar nicht, juckt mich nicht. Ich habe endlich meinen Z-Pokémon da, wie auch immer der heißt, bekommen. Und das war's. Was ich hier noch vergessen hatte, war natürlich täglicher Raid oder alle 2 Tage 2 Raids, um seinen freien Pass natürlich zu nutzen. Wer gibt schon gerne seinen freien Pass auf? Ärgert mich immer wieder, ist mir auch schon hin und wieder mal passiert, sehr selten, aber ist passiert, ja klar. Dann haben wir natürlich neu auch noch Buddy-System, maximale Freundschaft steigern mit Buddy. Plus, man kann ja seinen Buddy wechseln, plus maximale verschiedene Buddies. Verschiedene Buddies. Man kann bis zu 20 Mal am Tag Buddy wechseln. Sprich, wenn ihr da wirklich, wirklich abgehen wollt, könnt ihr 20 Buddies am Tag leveln. Wahrscheinlich nicht jeden maximale Herzen, aber soweit wie es geht, bis zu 20 Buddies. Wenn man da wirklich hinterher ist. Und ich muss sagen, ich zugeben, vielleicht überrascht es ein paar, aber ich mach das nicht. Ich füttere meinen Buddy nicht mal. Ich habe noch keinen besten Freund Buddy. Nicht, weil das System schlecht ist oder so. Ist sogar ziemlich cool und lustig und witzig mit den Bären und dem Rumlaufen und den Souvenirs zurückbringen. Aber das ist halt eine weitere Aufgabe, wo ich sage, boah, muss jetzt nicht unbedingt sein. Ich vergesse es so oft. Ich habe so oft keine Lust und irgendwie bin ich zu geizig, die Bären auszugeben. Dann denke ich mir, ja, wenn ich es schon mache, dann will ich es komplett richtig voll ausnutzen und wirklich 20 immer leveln. Aber das ist dann auch so viel Zeit wieder investiert. Zeit, die ich nicht noch weiter mehr ins Spiel investieren will. Ich will sogar weniger Zeit ins Spiel investieren momentan. Weil das wäre dann nochmal eine Sammlung, wo ich sage, okay, jedes 100er oder so, dem gebe ich auch nochmal diese Schleife, diese beste Freunde-Schleife. Und das ist dann, wo ich mir sage, yo, da, irgendwann reicht's. Das mache ich nicht mehr unbedingt mit. Wisst ihr, was ich meine? Nichts gegen das Buddy-System, das ist ziemlich cool eigentlich. Aber wie gesagt, für mich ist das dann ein bisschen zu viel. Ich glaube, tägliche Sachen war es das. Ich schau mal kurz nach. Da gibt es noch ein paar andere Sachen, wie zum Beispiel hier, keine Ahnung. Natürlich in der Woche seine 50 oder 100 Kilometer schaffen. Für Adventure Sync-Belohnung. Sync-Belohnung. Das, wenn man das voll ausnutzen will, auch eigentlich jede Woche 100 Kilometer, klar, ist nicht immer machbar, aber wenn schon. Einmal im Monat die, wie nennt man das? Ich nenne es einfach mal Rocket Quest, ihr wisst, was ich meine. Mit Krypto-Legendär am Ende. Also Giovanni einfach. Ist ja, muss man ja, macht man ja eigentlich auch jeden Monat. Mit Alo, Sierra und Cliff einmal besiegen und 5 oder 3 erlösen, dies, das, also das ganze Spiel. Macht man ja auch jeden Monat. Ja, ansonsten, ein paar Sachen sind dazugekommen seit letztem Jahr, aber auch nicht so viele. Hauptsächlich viele Sachen, wo ich wirklich sage, nee, danke, habe ich nicht wirklich Interesse dran. Wie gesagt, eure Meinung gerne dazu unten in den Kommentaren. Was davon macht ihr noch täglich? Was davon ist wirklich ein Muss? Sollte man unbedingt mitnehmen. Was davon ist, kein Problem mal so nebenbei mitzunehmen. Habe ich irgendwas vergessen, was man noch... Bestimmt habe ich irgendwas vergessen, was man auch noch täglich oder wöchentlich oder regelmäßig machen sollte, um das Spiel maximal optimal auszunutzen. Ist irgendwas davon auf der Liste, wo ihr sagt, ja, das ist eher eine Last, darauf habe ich so gar keinen Bock. Wie zum Beispiel Farbigel oder sowas. Oder macht ihr alles wirklich... Seid ihr wirklich hardcore und macht wirklich alles davon, wirklich das volle Ausschöpfen aus den freien Angeboten aussehen, um das Optimale rauszuholen. Das war's von mir, Leute. Ihr wisst Bescheid, wie man liken, subscriben, kommentieren. Checkt die Videos ab, folgt mir auf Instagram, Facebook, Twitter.
Check den Shop ab. Vergesst nicht, Pokémon ist serious business.